Einen wunderschönen guten Tag, willkommen zurück, Poly Bridge 2 mit der neuesten wöchentlichen Herausforderung. Wir springen direkt rein, Woche 77, 20.000, nur Straßenholz und Stahl. Und wir haben einen Oldtimer, der den Checkpoint erwischen muss und dann ins Ziel muss. Einen Ankerpunkt und nur drei Straßen. Das sieht erstmal straightforward aus. Die Frage ist, ob er hier... 15er Geschwindigkeit. Ich glaube, du bist hier, wenn du hier drauf landest, schnell genug, um bis ins Ziel zu fliegen. Das heißt, das einzige Problem, das ich lösen muss, ist, den Wagen von hier rüber Richtung Rampe zu bewegen. Ich denke, mehr wird es nicht sein. Das sieht jetzt erstmal nach einer relativ einfachen Aufgabe aus. Vielleicht sollte man doch trotzdem ein bisschen Geschwindigkeit da lassen. Ist natürlich jetzt sehr übertrieben, man kann hier später mit Holz arbeiten, aber die Frage ist erstmal... So nicht. Wenn wir dich steiler machen, müsstest du hier im besten Fall drauf hängen bleiben. Und dann würdest du... Selbst wie bei dem Level Fallender Turm, Welt 4, glaube ich, ist das, den Turm hier eben zum Rüberfallen bringen. Die Frage ist nur, ja genau, die Frage ist nur, ob du zerschellst, wenn du hier irgendwo aufprallst. Weil wenn ja, wäre das ein Bruch und wie immer ist die Regel ohne Bruch und ohne im Budget. Ja, funktioniert, fertig. Das war's schon. Level geschafft. Jetzt geht's nur noch darum, wie viel kann ich sparen? Um mehr geht's hier in dem Ding nicht mehr. Gefühlt. Sehr einfache wöchentliche Herausforderung. Ist aber auch mal ganz nett, so zwischendurch mal eine einfache zu haben. Nicht wie sonst immer die komplizierten, wo ich dann lange dran rumrätseln muss. Jetzt werde ich mal gucken, ob ich das hier noch irgendwie mit Holz... stabil genug bekomme. Die hier machen wir mal raus, weil wir dann hier eine Verbindung quer machen können. Jetzt sind wir bei unter 10.000. Vielleicht noch ein bisschen die Straße hier kürzen. Das würde noch Geld bringen, weil er kommt, glaube ich, gut rüber. Ja, er geht sogar ein bisschen weit. Oh, da ist gerissen. Okay. Also so ganz funktioniert das nicht. Eventuell brauchen wir doch ein bisschen Stahl. Jetzt ist einmal die Frage, kommt der noch rüber, wie er soll? Ja, er kommt rüber. Landet da aber nicht gut drauf. Das heißt, wir müssen die Straße eigentlich gerade wieder zurück machen. Eventuell war das mit der Straße perfekt ausbalanciert. Und jetzt... Jetzt kann ich eigentlich hier nur noch... noch ein bisschen gucken, welche Stelle geht kaputt. Und da mache ich einen Stahl hin und dann ist das Level fertig. Das sind zwei Stellen, aber die hier ist zuerst kaputt gegangen. Schauen wir mal, ob das alleine schon reicht. Nein, das alleine reicht nicht. Wahrscheinlich wird unten drunter auch nochmal... Ja. Also wichtig ist, links brauche ich nicht so viel. Das heißt, wir können das hier eventuell alles ein bisschen nach innen ziehen. Um damit wieder ein bisschen Geld zu sparen. Weil ich hier ja noch ein bisschen Stahl einbringen muss. Vielleicht wäre ein Muskel sogar besser. Aber ich habe das Gefühl, ich brauche hier links fast gar keine Stabilisierung. Das alleine könnte schon reichen. Naja gut, ein bisschen breiter muss es doch sein. Ganz zu eng darf es nicht sein. Eventuell ist dann hier
Eigentlich in die andere Richtung. Ja. Wenn, dann ist der hier wichtig. Hier rüber. Damit der Druck nämlich von dem, von der Straße hier nach rechts abgezogen wird und dann über den Stahl quasi abgeleitet wird und nicht über die Holzstelle, die ich hier unten drunter habe. Weil ich will da natürlich jetzt keinen Stahl mehr hinmachen. Das würde ich schon bei Holz belassen. Unten, das geht jetzt noch kaputt. Wenn wir hier ein bisschen länger machen, brauche ich weniger Stahl. Und jetzt ist die Frage, kann ich hier wieder ein bisschen zurück ersetzen, von Stahl auf Holz gehen? Nee, der muss leider Stahl sein. Aber wenn ich den hier verlängere... Ich wollte den hier gern kürzer machen. Ich hätte gern so kurze Stahlpassagen wie möglich. Weil das natürlich dann günstiger wird, ist ja klar. Je weniger Stahl ich verbaue, desto günstiger. Klappt der oben immer noch? Kommt die Übergabe noch gut hin? Nein, tut sie nicht. Also müssen wir den wieder ein bisschen ausfahren lassen. Schade. Naja, man kann nicht alles haben. Insgesamt ist es günstig. Weniger als die Hälfte des Budgets ausgegeben. Ohne Bruch. Obere 54% ist halt gar nicht gut. Wenn wir sehen, die haben 4000 weniger ausgegeben. Und wir haben noch so viel Zeit. Ich würde jetzt gerne hier wirklich versuchen, ein besseres Konzept rauszubekommen. Und das muss dann mit Holz gehen. Also wenn ich komplett mit Holz arbeite, müsste das eigentlich deutlich günstiger umzusetzen sein. Da sind wir schon bei 7000, wenn das denn hält. Frage ist eins, die Übergabe, funktioniert die? Jawohl, schöne Übergabe. Aber er wird hier unten aufprallen. Und dann gehst du gleich kaputt. Okay. Vielleicht, wenn wir hier einen Muskel draus machen. Und den so noch machen. Jetzt sind wir bei 8000. Das ist natürlich ein bisschen teurer als vorher. Also so viel spare ich damit gar nicht, mit dem, was ich jetzt hier aus Holz gemacht habe, weil ich hier eindeutig noch enger reingehen muss. Die linke Seite ist kaum belastet. Übergabe gefällt mir. Jetzt wird der Riss einfach nur nach unten geschoben. Das heißt, ich muss hier weiter rein. Und hier eigentlich jetzt mit Muskeln arbeiten. Also so Halbmuskel vielleicht. Ich würde gerne noch so ein bisschen besser dastehen im allgemeinen Ranking. Ich meine, günstigster Platz werde ich eh nicht. Da müsste ich mit richtig guten Tricks kommen. Können wir das hier oben vielleicht anders festmachen? Den hier festziehen. Der Aufprall geht jetzt aber nur weiterhin da unten kaputt. Okay. Also wir müssen hier rüber, müssen hier hin. Dich will ich hier aber nicht haben. Dich will ich nicht da drin haben.
Wahrscheinlich wird es jetzt weiter nach unten geleitet, sodass hier das Problem ist. Aber das sieht noch sehr stabil oben rum aus. Das sieht da oben sehr stabil aus. Okay, jetzt habe ich es unten vermasselt. Jetzt gibst du wieder nach. Es ist immer wieder ein kleines Hin und Her hier. Aber vielleicht geht es ja mit solchen Kleinigkeiten. Da war zwischenzeitlich eine sehr hohe Belastung, als er draufgefahren ist, habe ich gesehen. Das ist im Prinzip der Nachteil, wenn es eine relativ einfache Challenge ist. Weil ich dann mehr Zeit habe, hier zu versuchen, das auszugleichen. Oder günstiger zu machen. Wenn wir dich hier rausnehmen und hier hinnehmen. Der hier oben ist noch sehr grün. Schafft er den Aufprall da unten wieder nicht? Ich würde den hier eigentlich gerne... Kann ich den weglassen? Wenn ich den nach links ziehe, dann ja. Dann brauche ich den nicht. Schöne Übergabe. Jetzt gucken wir hier unten. Der prallt da nicht auf. Der Aufprall hier unten wird das Problem sein. Die Node. Ich glaube, wenn die Node aufprallt, reißt er da drüben. Also wenn wir die verschieben... Müsste es insgesamt vom Timing her besser sein. Ich meine, wenn sie kaputt geht, nachdem ich im Ziel bin, ist es ja im Prinzip egal. Nicht wahr? Ah, da bricht jetzt alles. Okay. Es sind so Kleinigkeiten. Ich hätte halt gerne noch eine funktionierende Lösung, die nicht bricht und günstiger ist als meine erste ist. Aber ich will auch keinen Stahl benutzen. Eventuell, wenn wir hier noch eine Schräge mit reinmachen. Links reißt sie. Brauche ich dich? Ja. Ah, wobei, vielleicht sogar nicht. Doch, brauche ich. Was ist aktueller Stand? Niedrigstes Budget ohne Schaden 9.500. Also das wäre schon mal deutlich Verbesserung. Wenn ich die jetzt hier zum Funktionieren bringen würde. Ich will da nicht mit Stahl hantieren. Ich meine, wir wären jetzt noch unter 9.000. Jetzt wären wir knapp über 9.000. Das wäre schon wieder... So viel schlechter. Ich meine, es hält. Es ist nichts gebrochen. Aber trotzdem ist das noch nicht gut. Jetzt geht es wieder darum zu gucken, was kann man denn wegmachen, weil es sind eindeutig zu viel Holz drin. Also ich meine, viele von denen, die wird man nicht brauchen. Dich wahrscheinlich schon, aber dich eher nicht, weil ich hier schon einen Muskel habe. Okay, ich brauche den anderen doch.
Eventuell brauchen wir da oben den, aber den hier nicht. Ich glaube, das Problem ist halt wirklich, wenn er hier irgendwie auf die Hitbox prallt. Und dadurch dann eben der Druck kommt. Oh, das sieht nach keinem Riss aus. Ist okay. Unter 9000. Platz 33. Wir würden noch ein paar Dollar fehlen für einen besseren Platz. Aber ich denke, wir lassen es dabei. Weil es auch keinen Sinn macht, jetzt noch weitere 5 Minuten hier rumzubasteln. Gucken wir mal ganz kurz rein, was andere gemacht haben. Wie immer nach Budget sortiert. 6500. Little Priest. Er hat einfach nur das perfektioniert, was ich machen wollte. Er hat das deutlich besser hingebaut. Weniger Muskeln gebraucht. Görfle Madur, nehme ich an. Da ist aber ein Riss drin, ne? Woozy, auch besser gemacht. Ist das wirklich so einfach? Einfach nur Zickzack. Haben wir irgendwas richtig Teures? 26.000 von Sandy Island Feed. Mit viel Stahl. Hält natürlich. Ansonsten sehe ich aktuell noch keine verrückten Sachen. Ist halt sehr früh. Challenge ist ja erst seit ein paar Stunden draußen. Wie dem auch sei. Ich bedanke mich bei euch fürs Einschalten. Wünsche euch noch einen schönen Tag. Hoffentlich bis zur nächsten Episode Poly Bridge. Wenn es dann weitergeht am Donnerstag mit Workshop-Leveln. Bis dahin noch einen schönen Tag und auf Wiedersehen.